Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge zu GTA 5 mit unserem schönen Auto. Und zwar ist das natürlich der Pagani Zonda R, den wir uns ja in der letzten Folge schon etwas genau angeguckt haben und der wirklich verdammt gut aussieht. Ja, und ich dachte mir, ey Leute, der sieht so verdammt gut aus, wir können da nicht nur eine Folge damit machen, genau wie mit dem Lamborghini. Wir müssen einfach nochmal ein bisschen hier mitfahren, vielleicht eine kleine Verfolgungsjagd, einfach mal die Insel bzw. hier Los Santos, Umgebung, Glen County und so umfahren und nochmal ein bisschen tunen. Und genau das mache ich heute. Das Wetter ist zwar jetzt nicht so ganz optimal, aber na gut. Ich habe übrigens den Sound noch ein bisschen lauter gemacht, weil das viele in die Kommentare immer mal wieder geschrieben haben. Ich hoffe, das ist so in Ordnung, man versteht mich auch, beziehungsweise ich werde es, glaube ich, gleich dann noch ein bisschen besser abmischen beim Schneiden. So. Und es sollte jetzt auch nicht mehr so ruckeln. Das Ding ist aber, wenn ich hier mit sehr, sehr, sehr schnell fahre, dann ruckelt das trotzdem immer irgendwie. Also es kann dann halt sein, dass mein Rechner da gar nicht mehr hinterherkommt. Ich brauche da wirklich einen Hochleistungsrechner mittlerweile für, habe ich das Gefühl. Na gut. Boah. So. Dann sind wir schon da. Boah, ich habe so Bock hier mit mal so ein bisschen zu driften. Ey, das macht so Bock einfach. Das ist so ein cooles Auto. Boah, alter Schwede. So. So, schusssichere Reifen sollten wir uns auf jeden Fall jetzt noch holen. Ich hätte den natürlich jetzt auch speichern können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich den dann jetzt nochmal ein bisschen ändern wollte. Also ich wollte einfach nochmal zeigen, was man hier doch noch mitmachen kann. Ich weiß es jetzt nicht. Sollte ich die Panzerung reintun, wird er dann schwerer und langsamer? Ich lasse es jetzt einfach mal. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Bei so einigen Sachen bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher. So, EMS-Verbesserung 4, Scheinwerfer ist eigentlich vollkommen egal. Neon lassen wir weg, brauchen wir nicht bei einer Verfolgungsjagd. Lackierung. So, was hatten wir denn jetzt letztes Mal? Hatten wir das? Das hatten wir, ne? Genau. Das ist ja, das ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, wir haben ja nicht so viel Auswahl, dann nehmen wir jetzt das hier mal. Wobei, das sieht auch schon sehr nice aus. Mir fällt gerade auf, wir haben gar keinen Spoiler, den wir irgendwie verändern. Also wir haben hinten einen Spoiler, aber den können wir gar nicht verändern, scheinbar. Na gut. Getriebe. Renngetriebe, perfekt, Turbo-Tuning, so, Reifen, lassen wir die Reifen so, ich glaube, wobei, nee, wir lassen das diesmal nicht so, ich hatte ja gesagt, dass ich die jetzt so ein bisschen abändern werde, wir bleiben, glaube ich, aber bei Luxus und gucken, naja, es passt dann gar nicht, ne, boah, dann werde ich wieder getötet wahrscheinlich. Ha, Patrick, die Reifen sind ja voll scheiße und die Felgen springen aus dem Fenster, das hat keinen Sinn mehr, ja, die sehen schon verdammt gut aus, muss ich sagen. Sport. Oh Gott, guck mal, wie hässlich sind die denn? Das kann doch nicht sein. Das ist doch voll ekelhaft. Komm, Felgenfarbe vielleicht dann einfach nur abändern. Ja, das geht dann natürlich nicht. Ich will aber. Wie so ein kleines Kind so. Ich will aber. Aber das passt nicht, oder? Ich meine, das sind Luxusfelgen. Das sind keine Rennfelgen oder Sportfelgen. Ich kenne mich ja mit Felgen nicht aus, aber ein bisschen was habe ich ja auch gelernt und ich habe auch zwei Augen. Ja, ich habe zwei Augen. Guck mal, wenn ich das jetzt mache, dann werden 8 Millionen Leute in die Kommentare schreiben, hey, Patrick, du hast Scheiße gebaut. Das kann so nicht sein. Das ist ekelhaft. Das passt nicht zum Wesen des Autos. Wo bin ich hier? Felgenfarbe? Ja, da verändert sich ja natürlich viel. Das ist nur die Mitte da, ne? Hm, leuchtend pink. Wenn ich das jetzt wirklich mache, stehen jetzt hier gleich 10 Leute vor der Tür und wollen mich schlagen. Guck mal, wie scheiße das aussieht. Hm. Reifen, Reifenmuster, serienmäßig, Tuningreifen. Boah, wie ekelhaft ist das denn? Das kann doch nicht sein. Nee, das kann ich nicht machen. Reifenverbesserung, das kann ich machen. Kann ich das auch mit den Standarddingern machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Boah, das ist so ekelhaft. Kann ich jetzt wieder zu den Standarddingern zurückgehen? Ja, ich will wieder die Standarddinger. Was waren denn die Standarddinger? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh Gott. Ah, da sind sie wieder. Ja klar, die Serien. Nee, sorry Leute, also ihr versteht das. Ich kann das nicht ändern. Das geht einfach nicht. Es ist optisch ein Desaster. Wir lassen mal die Fenster tatsächlich so transparent und dann sollte das eigentlich auch schon reichen, denn wir wollen ja heute noch ein bisschen fahren, oder? Ja, wollen wir auf jeden Fall. Jo. Boah, es ist am Regnen. Warum? Warum regnet das jetzt so? Ach, Mann, ist das ein Wetter? Nein. Ich glaube, beim Regen macht es sogar noch mehr Spaß, hier zu fahren. Allerdings habe ich dann halt gar keinen Grip mehr. Aber ist ja... Boah, habe ich jetzt gerade... Boah, krass. Wir könnten Insane Rain noch machen. Wow.
Könnt ihr mal bitte hier... Hallo? Hallo? Mann! Arschgeige! Das kann ich... Boah! Boah, da kommt er vom Nassen auf einmal auf die trockene Straße oder auf den trockenen Asphalt und rutscht sofort weg. Hä? Was war denn da gerade los? Saß der Busfahrer neben seinem Bus? Oh, ich bin heute etwas neben dir. Etwas neben der Spur. wo bin ich denn jetzt? Boah, guck mal hier. Boah, guck mal, alter Schwede. Ja, ich darf nicht durchdrücken, aber es macht einfach so viel Bock, einfach Gas zu geben. Ich liebe das hier. Boah, guck. Na. Boah, alter. So, ich muss mich mal kurz kratzen. Ja. Okay. Boah, überlegt euch mal in ein paar Jahren, wie das dann aussieht hier mit dem Wasser und so. Wenn das so nach hinten spritzt. Ja, mit Spritzen kennt sich auch. Was? Ey! Lass meinen Kotflügel in Ruhe! Jetzt kriegst du auch einen Kotflügel. Boah, was gibt's denn? Ey, der ist zu breit. Der ist viel zu breit. Boah, der rutscht. Ich dachte, ich hätte den Drift jetzt hier hinbekommen, aber. Boah, driftet der einfach weg. Patrick, du musst mehr Gefühl an den Tag legen. Wie bei einer Frau. Okay, okay, okay. So, so, so geht's. Nein! Nein! Das kann nicht sein. So, einfach voll durchdrücken. So, das ist super. Das ist super, Patrick. Das ist super. Nein! Nein, nicht, nicht! Oh, ich sollte mich unsterblich vielleicht noch machen. Ich sollte mich unsterblich machen, sonst bringt das nichts. Yep. Vielen Dank. Ich lasse es mal offen. Ja, oder auch nicht. Ich will das Auto noch kurz reparieren. Und ich muss eigentlich noch die Polizei jetzt gleich auf den Schirm rufen. Wobei, das kann ich auch so machen. Boah, guck mal, nicht mal drehen kann ich. Danke, yo. Rutsch doch einfach an meinem extrem teuren Auto vorbei. Vielen Dank. Gut. Dann fixen wir das Ganze noch. Okay, dann könnt ihr doch jetzt bestimmt auch sagen, Polizei soll hinter uns her, oder? Da mal Polizei. Das wird ja super lustig. Okay, es geht los, Leute. Das ist einfach. Nein! Oh Mann! Wo ist denn die Polizei? Hier ist gar keine Polizei. Hä, wo bleibt die? Wow! Boah, der ist schneller als ich, oder was? Oh ja, da kommt die Polizei. Super, perfekt. Eine kleine Verfolgungsjagd. Das kann man immer gerne machen. Boah, ist das... Nein! Nein! Was? Ich war da unsterblich. Habe ich das... Habe ich nicht gesagt, ich bin unsterblich? WTF? Hä? Scheiße. Hä? Nicht unsterblich? Ich muss mir das mal angucken. Gut. Dann ist es jetzt auch egal, dass wir den getuned haben. Oh Gott. Scheiße. Okay, hä? Ich guck mir das mal an. Nein! Ich hab Gravity! Ach, da bin ich gerade. Okay. Keine Schwerkraft mehr? Na gut. Das ist ja ein bisschen blöd gelaufen. Das tut mir jetzt mal fast gar nicht leid. Ja gut. So. Dann beginnen wir doch einfach hier nochmal von neuem. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Dann spawnen wir uns einfach mal dahin. Beziehungsweise teleportieren uns einfach mal dahin. So. Ja, so. So, und dann holen wir uns noch unser niedliches Auto, und zwar, nein, das war dies hier, und dann der Zondar, Zondar, zack. Boah, das sieht aber scheiße aus, so, ne? Ich würde den gerne noch ein bisschen verändern.
Haben wir das nicht hier? Man kann das doch hier dann auch verändern. Vehicle Lights Menu. Taxi Light. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Okay. Scheiße. Mod-Menü. Könnte das ja sein. Genau, aber wie kann man... Was kann man da jetzt ändern? Okay. Irgendwie habe ich das noch nicht ganz so raus, muss ich ehrlich sagen. Ja, komm. Wir fahren da noch ein bisschen. Ich glaube, ich hole mir dann die Polizei noch mal. Increase. Zack, zack, zack. Und wir können loslegen. Hä, wo bin ich jetzt? Moment. So, dann fahren wir jetzt mal. Aber ich meine, so sieht er ja auch gut aus, oder? Gut, das muss ich jetzt sagen. weil ich keinen Bock habe, den nochmal zu tunen. Aber fährt auf jeden Fall trotzdem gut. Aber die Reifen sind nicht mehr schusssicher. Das ist blöd. So, wie viel? Boah, guck mal hier, wir waren jetzt schon 260 fast. 270 fast. Wow. Yeah, yeah. Nein! Patrick, dann fahr doch lieber gegen das Polizeiauto. Oh Mann, ey, langsam, langsam, weiß ich aber auch nicht mehr, was hier los ist. Ja. Super, super, super. So. Das lief ja super. Guck mal, wir können auch hier rechts rüberspringen. Boah, guck mal, das Motorrad ja gerade. So, jetzt aber. Ja. Alter, Alter. Klar, mit 260 Sachen. Da hält man. Sag mal, da macht man auch keine Straßensperre. Das ist doch lebensmüde. Egal. So, jetzt hier. 200. 260. 50. 260. 200. 200. Wow, wow, das war knapp. 270. 200. Komm, 280 schaffen wir auch noch. Nein. Verpiss dich doch, das kann doch nicht sein. Ich wollte gerade den... Also die 300 schaffen wir hier sowieso nicht. Wir brauchen eine gerade Strecke. Aber, Mann, ich will mehr als 300 schaffen. Ey. Boah, kann die mal abhauen, die Polizei? Ich weiß, ich habe sie gerade selber auf den Plan gerufen, aber... Ja, ich... Nein! Alter, die ist so aggressiv, die Polizei. Das kann nicht sein. Wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal beim Militärflughafen vorbeifahren. Klar. Ah, ich wollte links vorbei. Nein, ja. Okay, so. Jetzt aber. Boah, wie sich das anhört. Boah, wenn man über den Seitenstreifen da fährt, dann vibriert das auch noch so. Boah, das... Du hast keine Möglichkeit, hier schnell zu fahren. Ich glaube, ich muss sie jetzt gleich nochmal ausstellen. Die Polizei, sonst funktioniert das nicht. Ich wollte eigentlich mal... Guck mal, ja, ist klar. Was macht das Tier hier? Alter, nein! Oh. Hier sind überall Tiere auf der Bahn gerade. Habt ihr gerade... Oh, ah, nee, das war gar kein Tier, das war ein Mensch. So, jetzt aber. Ja, super. Jetzt. Mann, 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 Mann. Das funktioniert sehr gut. Ja, ich glaube, 5 Sterne, das ist zu viel. Dann kannst du vergessen bei der Verfolgungsjagd. Okay, dann einfach so. Und dann fahren wir noch gleich zur Militärbasis, denn auch da wollen wir einmal versuchen, durchzufahren, ohne zu sterben. Auf die Panzer aufpassen müssen wir natürlich auch noch. So, ja, das geht einfach nicht, Leute. Das ist 5 Sterne. Da kannst du nichts machen, die sind so aggressiv, die fahren hier dauernd rein. Du kannst das Auto gar nicht so schnell reparieren, wie es kaputt geht. Das ist leider so. So, 270. 275. Nein! Ah, nein, was macht er denn? Was macht die Kurve hier auf einmal?
Oh Gott. Okay. Boah, beschleunigt der. Der beschleunigt einfach so unglaublich gut. Und schnell. Kann man auch langsam beschleunigen? Nein. Ja gut, klar. Aber, naja. So. Und jetzt springen! Springen! Alter. Boah, boah, guck mal. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Boah. Ja, nö, war gar nicht so schlimm. Boah, Alter, guck mal, Michael, wie der aussieht. Eieieiei. Gut. Total Bullshit. Gut. Ja, ich muss es jetzt einfach mal machen. Geschwindigkeitsrekord kriegen wir hier sowieso nicht aufgestellt. Aber es macht Spaß. Und der Sprung, der war ja auch ganz gut. Der war fast so hoch wie der höchste Baum hier. Aber du kannst mit dem Auto, du kannst das Auto nicht wirklich handeln. Also, wenn du ein bisschen besser fahren kannst als ich, vielleicht dann noch ein bisschen besser, also, ne? Aber so richtig gut fahren hiermit kannst du. Du kannst halt, das Bremsen alleine dauert extrem lange. Der beschleunigt zwar super schnell, aber du kannst ja nicht mehr gut steuern und naja, es ist nicht wirklich geeignet. In GTA sind immer noch die geilsten Autos, die Polizeiautos, finde ich. Oder früher waren auch die Taxen immer sehr geil, oder? Die sind mittlerweile, glaube ich, ein bisschen langsamer. Guck hier, du. Ich habe gerade gebremst. Ich wollte auf die rechte Spur eigentlich wieder. Aber es geht halt so schnell nicht. Am besten ist hier wirklich eine große Straße zu finden wie hier und dann in der Mitte zu fahren. Oh nein! Mann! Ich wollte da springen! Ach Mann! Dauernd kommt hier Verkehr! Wisst ihr was? Wisst ihr was, Leute? Ich hab genug. Ist das ruhig auf einmal? Ja, klar, keine Autos. Fährt hier ein Auto lang oder was? Weiß jemand, wo mein Auto ist? Hallo? Auto? Zonda? Zonda? Wo bist du? Super, das ist ja wunderbar. Das ist ja schön, dass mein Auto nicht mehr da ist. Nein, das wollte ich gar nicht. Ja. Zonda. So. Übrigens, während ich ja gerade hier so ein bisschen Anlauf nehme und ein bisschen herumfahre, ich hätte noch einige Dinge zu vermelden. Und zwar in den nächsten Tagen werde ich sehr viel unterwegs sein. Unter anderem bin ich ja in der nächsten Woche mit dem guten Dennis, mit Julio, in Hamburg, in München. Diese Woche bin ich auch weg und das ganze Wochenende unterwegs und alles Mögliche. Das heißt, es werden definitiv weniger Videos kommen. Ich weiß ja nicht, wie viel ich überhaupt noch vorproduzieren kann. Es kann auch mal sein, dass es dann den einen oder anderen Tag gibt ohne Videos. Ich habe es einfach nicht. Ich habe es nicht geschafft, voraufzunehmen. Vielleicht schaffe ich heute nochmal die eine oder andere Folge, aber ja. Sorry, ne? Das wollte ich einfach so gesagt haben. Boah. Nein! Alter, das ist... Geil! Geil, 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 geil! Geil, das ist doch nicht schlecht, ey. Ich bin ja gerade drüber gesprungen. Über. Habe ich auch noch nicht geschafft. Mit 300 Sachen schafft man das scheinbar. Ich weiß mal nicht, wie schnell ich jetzt gerade war, aber es war auf jeden Fall recht schnell. So, ein Geländeauto ist das übrigens nicht. Habe ich gerade so für mich festgestellt. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, auch ob ihr öfters wirklich einfach mal solche Folgen nochmal wollt. Weil ich muss sagen, das macht mir gerade extrem viel Spaß. Einfach nur so ein bisschen herumfahren. Ich wollte auf die Brücke. Nein. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Da haben wir übrigens die Polizei auch wieder hinter uns her. Na komm, fahren wir ein bisschen durch den Sumpf. Mit dem Auto geht das bestimmt sehr gut. Guck mal hier, den Vogel noch mitnehmen. Boah, wenn man so tief gelegt ist, so tiefer gelegt, also das Auto, dann ist das echt ein Akt der Unmöglichkeit, hier lang zu fahren. Das ist wie mit dem Panzer oder mit dem Bus in Montkiljad hochzufahren. Ja, hier komme ich gar nicht lang. Wobei, wisst ihr, was ich machen kann? Ey, das müsste doch irgendwo gehen, oder? Vehikelmenü. Das müsste irgendwo hier sein. Hör dir bitte auf. Hallo. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? War das beim Mod-Menü? Da hab ich schon wieder mein... So, jetzt aber auch gut hier. Moment. So. Bulletproof. Das heißt, die Reifen können jetzt auch nicht mehr kaputt gehen. Nee, ich wollte eigentlich... Wo ist das denn? Ich wollte auf dem Wasser fahren können.
Das gibt es doch hier irgendwo. Muss mal ein bisschen fahren, glaube ich. Oh Gott. Nee, wo waren das um Himmels Willen? Kommt das dann vielleicht hier noch? Nee. Ich will auf Wasser fahren. Ich habe das hier mal gesehen. Nein, das ist es auch nicht. Habt ihr das schon irgendwo gesehen hier? Auf Wasser fahren. Auf Wasser fahren. Was ist das denn hier? Das ist wieder irgend so ein Scheiß. Das wäre lustig gewesen, glaube ich. Na egal, komm. So. Ich will jetzt hier nicht ins Wasser. Ich will jetzt also hier nicht im Wasser stecken bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wo das Wasser hier so tief ist, dass ich stecken bleibe. Ach so, ich sollte einfach auf die Minikarte gucken. Haha. Boah. Oh Gott. Oh, guck mal, das Auto ist jetzt sauber. Hey, was ist denn da hinten? Ach, guck mal. Militär ist auch schon hier. Nein! Boah, die haben natürlich voll den Vorteil. Ah, guck mal, Cargo Bob da oben. Scheiße. Ey, mit dem Auto, das ist kacke. Ich brauche einen Jeep. Ich will eigentlich auch nur auf die andere Seite kommen. Aua, aua. Könnte ich denn hier übers Wasser kommen? Boah, wie der abhebt. Hier könnte ich doch übers Wasser kommen, oder? Das müsste doch irgendwie funktionieren. Wow, das ist definitiv das falsche Auto dafür, aber es macht Spaß. Boah, jetzt dreht er schon wieder. Alter Schwede, ich brauche dringend mal ein anderes Auto. Kommt er hier hoch? Boah, der kommt aber hier hoch. Nicht schlecht. Dafür, dass er überhaupt gar keine Bodenhaftung hat. Oder fast gar keine Bodenhaftung. Ist das ganz in Ordnung. So, und wir sind wieder auf der Straße. Ein bisschen verschlammt, ein bisschen versumpft, ne? Aber ansonsten eigentlich alles ganz gut. Guck mal, hier ein Weinberg. Wunderschön. Ah. Ja, ist ja gut. Oh Mann, ey. Oh, Alter. Sorry, dass ich mich die ganze Zeit aufrege. Es ist nicht so gemeint. Es macht wirklich mega Spaß, hier einfach mal mit dem Auto rumzufahren. Sowas soll ich wirklich häufiger machen, aber es stört natürlich manchmal auch, wenn man dann dauernd irgendwo hängen bleibt und wenn das Auto dauernd durchdreht und nicht da lang fährt, wo man gerne langfahren würde. Mal gucken, ob wir die 4 Sterne noch ablenken oder abgehangen bekommen. Dann bin ich ja mal gespannt. Hier, einfach über die Hügelkuppe fahren mit einem extrem teuren, exklusiven Auto. Hui, hui, lenken, Patrick, lenken, lenk doch ein bisschen. Ja gut, okay. Ich würde mal sagen, das war eine neue Folge GTA 5. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut mir in die Kommentare gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann, das ist, ja, gut. Bis dann, ciao.